mehr als diese 500 sonst was Cobblestone sind ja jetzt gar nicht drin in dem System und deshalb kann er mehr nicht exportieren. Das wird jetzt alles zu Sand verarbeiten und dann kommt es in die Furnaces und wird zu Glas. Okay, wunderbar, so kann man das laufen lassen. So ist das eine feine Sache. So haben wir denn immer noch so viel Ore. Das kommt mir so vor, als ob wir immer noch so viel Iron hätten. Wir haben noch recht viel Copper und da ist noch recht viel Iron. Wir nehmen dem jetzt einfach mal ein bisschen Arbeit ab. Sulfur und Salpeter müsste doch eigentlich hier hinten in die Enrichment Chamber. Der hat immer noch mit Lapis zu tun. Okay. Gut, der hat mit Lapis zu tun. Müsste gleich fertig sein und dann müsste eins von dem anderen Zeug kommen, nicht wahr? Wollen wir mal sehen. Wenn der hier gleich fertig ist. Also die neuen Speed-Upgrades waren eigentlich Verschwendung, weil der ja viel zu schnell ist für das System. Aber gut, was soll's. Vielleicht bauen wir mal einen Precision-Import-Bus und dann kann man vielleicht sagen, importiere Stacks of Items. Ja, vielleicht geht das. Ich weiß nicht, ob das geht. Wisst ihr was? Machen wir jetzt hier kurz das rein. So, das macht er doch. Doch, das macht er. Mist, das macht er auch. Verdammt, ich will es irgendwie blockieren, dass er nichts macht. Macht er jetzt nichts? Jetzt macht er nichts. Okay, mit dem Cobblestone kann er nichts anfangen. Okay, gut. Weil ich will eigentlich hier mal einen Precision-Import-Bus probieren. Und ich weiß nicht genau, was die machen. Was man damit tun kann. Nee, das war falsch rum. Precision. So, so rum ist es richtig. Na, du such mal jetzt. So, Precision Import Bus. So, ich weiß nicht, was man mit dem machen kann. Ich denke mal, definieren, was er importieren soll. Aber ich fände es schön, wenn man definieren kann, dass er Stacks of Items importieren soll und nicht nur normale Items. Ja, Stack Items. Stack Mode. Okay. Jetzt können wir das hier wieder reingeben und er wird Stacks of Items importieren. Könnt ihr mal sehen? Ja! Jetzt ist er schnell genug. Großartig, sowas wollte ich. Gut, also ein Precision Import Bus ist wie der Export Bus halt, mit 8 möglichen Sachen, falls man jetzt sagen will, wir wollen nur das importieren oder nur das andere. Aber man kann natürlich auch Stacks of Items machen. Und jetzt ist die Enrichment Chamber nicht mehr zu schnell. Cool. Und was ist das hier? Extra Utilities. Precision Shears, also Extra Utilities hat auch weiße Umrandung. Okay, noch was gelernt. Gut, ich werde mir das alles aufschreiben im Schnitt und mein Texture Pack nach und nach perfektionisieren. Ist das ein Wort? Hoffen wir doch, dass das ein Wort ist. So, Salpeter kam wieder zurück und der Rest kommt in den großen Rock Crusher. Sehr schön. So, das nehmen wir mal alles raus hier. Und das kommt dann in unseren Alloy Smelter. Meine Güte. Oh, was ist das? Rock Crusher Metal Dusts Add-on. Okay, da ist auch eine leichte weiße Umrandung im Copper Dust. Also Rock Crusher Metal Dust Add-on muss ich auch noch definieren. Furnace Only, Ferrous Ingot kommt raus. Gut. Sehr schön, dann haben wir jetzt auch wieder relativ viel Invar, nicht wahr? Ja, 82. Gut, feine Sache. Okay, dann haben wir doch jetzt schon wieder was abgeschlossen, oder? Nein, haben wir nicht. Was habe ich denn jetzt gerade gemacht? Na gut, egal. Achso, ja, ich stelle Glas her. Genau, da wird jetzt gerade Glas hergestellt. Und der ist immer noch an dem Iron. Gut. Dann gucken wir doch mal, ob gerade Glas steigt. Ja, 60. Es ist zumindest mehr geworden. 61, wunderbar. Und diese Cobblestones, die werden wir dann wieder importieren, wenn die Zeit gekommen ist. Weil Cobblestone brauchen wir noch. Das ist jetzt nicht so, dass wir ruhig alles zu Glas hätten verarbeiten können. Cobblestone ist durchaus eine Sache, die ich noch brauche. Ja, gut. Wir müssen auch dran denken, dass wir dann hier in dem Precision Export Bus den Cobblestone wieder rausnehmen, wenn alles Cobblestone verarbeitet ist. Sonst hört er ja nie damit auf. Wir wollten einen Cyanide Reprocessor bauen, verdammt. So, Cyanide Reprocessor. So, damit wir noch mehr Yellorium bekommen. Wofür wir das brauchen? Ich habe keine Ahnung. Wir haben ja schon so viel, wir brauchen es eigentlich überhaupt nicht mehr. Aber vielleicht bauen wir mal irgendwann den größten Reaktor, den man sich vorstellen kann. Und dann braucht man das doch. So, also wieder ausstellen. Cyanide Reprocessor, da ist der. Gut, wollen wir mal gucken. Wir brauchen erstmal noch einen Reactor Casing. Kein Problem. Dann brauchen wir noch 2 Pisten. Das ist auch kein Problem. Wofür man die ganzen Pisten braucht, ist ja der Hammer. So, und dann brauchen wir hier noch ein Yellorium Fuel Rod. Gut. Bam! Ein Cyanide Reprocessor. Okay, feine Sache. Der
Kern eigentlich auch hier hinten hin? Wenn das dann funktioniert hier hinten. Ist das kein Platz mehr? Okay. Wisst ihr was? Ich werde den Cyanide Reprocessor anschließen, wenn die Aufnahme vorbei ist. Ich werde den Raum hier noch ein bisschen größer machen. Oder? Nee, werde ich nicht. Wir können den Cyanide Reprocessor auch da hinten hinstellen. An den Reaktor. Ha, genau. Wir stellen den einfach an den Reaktor. Von mir aus. Dahin. So, da können wir den hinstellen. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Oh, das kann man alles definieren wie Thermal Expansion. Das ist richtig. Das hat richtig. Also Donnerwetter. Das hat wirklich ein Zeichen gesetzt. Thermal Expansion, das kann man inzwischen überall so definieren. Das ist großartig. Ganz fantastisch. So. Wir wollen erst einmal, dass Cyanide Ingots in das System automatisch reingeht. So. Wir wollen hier einen Import-Bus, weil der hat schon wieder keinen Strom. Mensch, was ist denn hier los? So. Wir wollen erstmal einen Import-Bus. Was ist denn hier los? Warum arbeitet der denn nicht mehr? Da ist doch noch ein bisschen was drin. Achso, natürlich ist geradeaus das System. Nee, hä? Der müsste das doch eigentlich hier in das MI-Interface reintun. Stehe ich nicht. Da ist doch Raw Silicon drin. Warum macht denn der das jetzt nicht mehr? Er hat keine Lust mehr. Was ist jetzt los? Hallo? Warum arbeitet denn der jetzt nicht mehr? Das verstehe ich nicht. Gut, der will irgendwie nicht mehr arbeiten. Da werde ich mich auch noch drum kümmern. Also, wir brauchen einen Import-Bus. Ein Basic Import-Bus. So. Oder? Nee, warte mal, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir überhaupt nicht. Wir machen das alles mit Item Ducts. Wir machen alles komplett mit Item Ducts. So. Geh mal her, 13. Ja, das reicht irgendwie nicht so ganz. So, machen wir hier mal noch mehr. 12. Und gut, wir müssen noch ein bisschen Fused Quartz herstellen. Das kommt alles noch. Keine Angst, keine Panik. So. Weil dann machen wir einfach mal so. Genau, da kommt das Cyanide raus. So, und wir wollen, dass das da hinten reingeht. Oben rein. So. Ich will, dass das schön ist. Da geht es aber schneller, wenn wir... Nee, das geht anscheinend nicht schneller. Das scheint einmal diagonal zu sein. Also scheint es nicht schneller zu gehen, wenn wir jetzt in die andere Richtung gehen. Das glaube ich nicht. So, wir brauchen noch mehr Fused Quartz. Ach, blöder Mist. Ah. So, nehmen wir hier Quartz. Quartz, Quartz. Da, Nether Quartz. Und Alloy Smelter, der hat zu tun. Mist. Ich habe auch nur einen Alloy Smelter, wa? Okay. Alloys only. So, gib mal alles her. Und dann tun wir das da rein. So, und der kann jetzt hier von mir aus damit wieder gefüttert werden. Das ist mir jetzt egal. So. Okay, gut. Das wird jetzt alles schön verarbeitet. Dann holen wir uns jetzt noch mehr Fused Quartz. Und noch mehr Item Ducts. Vielleicht reicht es ja jetzt schon. Ja, das dürfte eigentlich schon reichen. Oder? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob es schon reicht. Gucken wir mal. Ach ja, da wollen wir ja hin. Gut, alles in Ordnung. Alles wunderbar. So. Das funktioniert noch nicht. Gucken wir mal, ob es jetzt funktioniert. Nein. Gut, wir brauchen ein Pneumatic Servo. Kein Problem. Hier werden wir erst einmal rot nach oben machen. Und grün machen wir... keine Ahnung. Grün machen wir nach links. So, und dann stellen wir die Chest einfach dahin. So, das ist ja jetzt auch egal, wo die Chest ist. Die muss ich jetzt einfach hier ein bisschen anpassen. So, die kommt dahin. Gut, hoffen wir mal, dass das funktioniert. Strom braucht er natürlich auch noch. Müssen wir wieder los und jetzt ein bisschen Strom holen. Mann, es wird langsam ganz schön eng. Und ich finde es cool, dass es noch sehr viel technischer ist als in Infini-X. Es ist so technisch, das kann man ja gar nicht mehr glauben. So. Machen wir doch mal so hier. Einen auf den. So, so und so. Okay, der hat jetzt natürlich Strom. Und jetzt geben wir mal einen Cyanide Ingot rein. Das ist jetzt natürlich was.
Millibuckets, was braucht denn der? Mist. Ich dachte, das wäre jetzt so einfach. Tja, da steht jetzt was von Millibuckets. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was das bedeutet. Was, was muss ich dem jetzt geben? Was, wir haben kein Pneumatic Servo mehr? Donnerwetter. Na, das kommt schon, gib mir mal was. Da, sehr schön. Ja, doch, wir haben Glas. Ich weiß, dass wir Glas haben. Gib mir jetzt Glas. So, wir haben 193. Sehr schön. So bald wird uns das Glas nicht mehr ausgehen. So, ein Pneumatic Servo. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es dann funktioniert. So, Redstone aus. So, der exportiert es, ja. Der holt das Cyanide da raus. Okay, war nur ein einziges drin. Naja, was soll's. Es war nur ein einziges Cyanide-Ingot drin. Okay, das dauert jetzt ein bisschen. Es ist ja auch egal, wie lange es dauert eigentlich. Es soll ja nur automatisiert sein. Das kann ja ruhig ewig dauern. Es soll halt nur gehen, ohne dass ich was dafür tun muss. So, aber das verstehe ich nicht. Hier steht was von Millibuckets. Ich muss mich da also tatsächlich nochmal einlesen. Das hätte ich nicht gedacht, dass das nötig ist. Und wir haben nur noch 202k. Was auch immer das bedeutet. Für unsere Rüstung. Wir werden also bald eine neue Rüstung bauen. Okay, und ich stecke jetzt hier irgendwie fest. Ah, jetzt nicht mehr, okay. Los, Cyanide Ingot, jetzt zeig doch mal, dass dieser Cyanide Reprocessor funktioniert. Oh, der hat einen ganzen Stack rausgenommen. Na, dann ist ja kein Wunder, dass er nur eins rausnimmt. Guck mal, das ist ja mehr als eins. Das ist ein ganzer Stack. Okay. So, dann zeig doch mal jetzt. Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Der will eine Flüssigkeit, aber was denn für eine Flüssigkeit? So. Ist drin. Passiert aber nichts. Er hat Strom, er hat Cyanide Ingot, aber passiert nichts. Tja. Okay. Da werde ich mich nochmal einlesen müssen. Das ist ja jetzt definitiv nicht so, wie es sein soll. Das ist schon mal klar. So viel steht fest. Okay. Der Lorium kommt hier rein und Cyanide erstmal auch. Was soll's? Das kann ich ja jetzt nicht wirklich ändern hier. So, da machen wir wieder zu hier. So, und... Ach ja, das war's ja schon. Gut. Okay, weiß ich jetzt nicht, wie das funktioniert, das Ding. Ich hätte jetzt gedacht, tut man rein und dann funktioniert das. Aber der braucht anscheinend irgendeine Flüssigkeit. Und ich weiß nicht, was der für eine Flüssigkeit brauchen könnte. Ich weiß auch nicht, warum dieser Blockbreaker hier jetzt nicht mehr funktioniert. Wir stellen den mal einfach nochmal hin. Gucken mal, was denn passiert. Also seht ihr, jetzt funktioniert er wieder. Okay, musste nur einmal aktualisiert werden und dann ging er wieder. Vielleicht hat er einfach keinen Bock mehr gehabt.